Sag mir jetzt, trifft er den. Yo! Willkommen zu einer brandneuen Folge von Lukas vs. Lars! Endlich ist es wieder zurück. Sprengt direkt mal den Like-Button. Bei 2 Millionen Likes machen wir eine richtig neue Staffel draus. Vielleicht ist es ein bisschen viel so. Ja. Aber sagen wir 20.000 Likes. 20.000 ist auch okay. Der Deal ist durch. Nicht nur auf dem Fußballplatz dann, sondern einfach nur heftige Challenges. Epische Challenges. Lukas vs. Lars geht in die nächste Staffel. Wenn ihr das wollt, Leute. Nur wenn ihr es wollt. Heute zum Reinkommen die Ekel-Drink-Challenge. Wer nicht trifft, kriegt was Ekliges in seinen Drink und muss es dann am Ende trinken. Er sagt einfach zum Reinkommen und heute kotzen wir wahrscheinlich schon einen ab. Da seht ihr, es wird episch, wenn ihr Bock drauf habt. Okay. Like gehen, wir sind like geil. Und dann starten wir Lukas vs. Lars. Let's go. Das Ganze funktioniert so, wir haben hier die Liste mit den ekligen Sachen für unseren Drink. Es sind jeweils 10, das heißt 10 Schüsse pro Person. Wir fangen an mit Lattenschießen, 5 Lattentreffer, hoffentlich von mir. Wenn man nicht trifft, kriegt man die erste Zutat rein. Ihr werdet es verstehen, Leute, let's go. Erster Durchgang hier um die Mayonnaise. Eigentlich Mayo, richtig geil, mein Leibgericht. Ja, also ist nicht schlimm, wenn ich jetzt daneben schieße. Erstmal zum Reinkommen. Der erste Schuss in Lukas vs. Lars dieses Jahr? Nope. Egal, Mayo. Er hat's verkackt. Lecker, lecker, lecker Mayo, hey. Für die Mayo, die ich nicht kriege. Oh mein Gott. Lukas vs. Lars ist back. Er ist da, Alter. Also Lukas ist back, ja. Und die Mayo, nicht für mich. Oh nee, jetzt Maggi eigentlich gar nicht. Jetzt muss ich treffen. Maggi und Mayo, schon eine absolute Ekel-Kombo. Komm, Junge, Maggi. Er will diese ekligen Sachen einfach. Ich verkacke hier komplett. Der Druck ist einfach zu real bei Lukas vs. Lars, Leute. Man United bleibt immer dran, Leute. Deswegen auch der zweite an die Latta. Ach komm, gönne doch einen Schluck Maggi. Du magst es doch. Nein, warum Maggi? Yeah. Ich bin kein Maggi, Alter. Mit jedem Schuss hier daneben steigt auf jeden Fall auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich danach übergebe. Und man hat auf jeden Fall hier, wie damals im Kotzrad, absolut verloren, wenn man kotzt. Auf jeden Fall. Das darf nicht passieren, Leute. Okay, jetzt um Zen. Warum hast du mich? Oh, bruh. Ey, Bruder muss los. Was ist denn mit dem Lattenking passiert hier? Er hat zu viel Druck, weil er weiß, dass er gleich kotzen muss. Puh, könnte das vielleicht heißen, dass ich auch der neue Lattenking werde? Digga, ich hab schon alles. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war nie weg. Das kann doch nicht sein, ey. Da macht er den Holzjubel. Da wird der Ball ausgewechselt. Werden. Wenn bei 3 Schüssen alle daneben gehen, dann muss es am Ball liegen. Dann kann es nicht an mir liegen, Leute. Okay, Milch. Lecker, lecker. Milch. Eigentlich geil, Milch. Dadurch wird es automatisch ein schöner Milchshake, wenn du jetzt triffst. Nein! Was ist denn los? Was ist denn los? Bruder, die arme Cap, Mann, die ist so schön. Ich bin jetzt ohne Cap. Boah, Junge, Cap-Weitwurf-Challenge. Ich werde einen abkotzen. Du hast jetzt schon safe 4, ne? 4, ja. Und du hast erst einen. Du hast nur Maggi. In der ersten Challenge kann ich schon gar nicht mehr 4 Zutaten kriegen, Digga. Ja. Ich bin laktoseintolerant. Nope. Oh, der war auch knapp. War auch knapp. Ein Abkotzen oder ein Abfurzen, Alter. Chili-Flocken. Chili-Pulver, Chili-Flocken. Wer sagt Chili-Flocken? Ist dasselbe, ist dasselbe. Leute, ich kann nicht scharf essen, deswegen muss ich jetzt treffen. Aber ja? Kannst du scharf schießen? Lass ein Like da, dann treffe ich jetzt. Bitte. Puh, nee, Leute, da sage ich das erste Mal, gib dem Video kein Like. Boah, die Glatze scheint, so wie Holzis Zukunft. Bruder, ich sag doch, du schießt jeden Kackball drüber. Warum? Egal, 5 Zutaten. Ich kotze trotzdem nicht ab, Leute. Zweite Challenge, ich werde keine Zutat kassieren hier. Okay. Für die Chili-Flocken, Leute. Nachdem ich alles daneben gerotzt habe, gönn dir doch noch mal ein bisschen Chili-Flocken. Morgens 9:30, der Spidey trifft eine Latte. Nein! Ja! Ich wollte zu cool sein, Alter. Ja. Tja. Ja, Seleme, unverkackt. Alle 5 Zutaten auf jeden Fall für mich. Und du kriegst nur Senf und Mayo nicht. An sich kann das Ganze ja nicht schlimm sein, weil das sind alles Lebensmittel, die ich mag. Deswegen kann dein Drink ja eigentlich auch nur geil sein, oder? Nö. Oh Gott. Yo! So? Ja, so ist gut, oder? Ja. Oh, ja. Das sieht doch jetzt schon schön aus. Das ist das Ekelhafteste, was ich hier gesehen habe. Okay. So, dass der Boden so ein bisschen cool wird. Geil, der riecht richtig geil, Alter. Boah, Junge! Na, du kriegst ich krieg den nicht, Bruder, ich hab getroffen. Oh mein Gott. Boah, stinkt schon so, Digga. Da muss da noch mehr rein. Bei dir mal oh so. Oh mein Gott.
Als letztes Chili-Flocken. Oh mein Gott, du bist geisteskrank, Alter. Das ist überscharf. Ja, ich habe auch leider Chili. So? Oh mein Gott. Zweite Tage, oder? Sieht schon mal gut aus und jetzt ab in die zweite Challenge. Ecken reindrehen ist die zweite Challenge. Das können wir beide übertrieben nicht. Frag mich, was für Saft. Einfach Orangensaft. Ja, moin. Und genau das meine ich. Orangensaft ist lecker, ja? Also wenn der Lattenking hier schon in der ersten Challenge fünfmal die Latte nicht trifft, dann weiß man, dann geht's um viel. Ich hoffe es für dich, weil sonst wird das ganz ekliger Drink. Und er ist viel zu weit, mein Junge. Ich kaufe immer extra diese Gläser, um die Gurken wegzukippen und dann nur das Gurkenwasser zu trinken. Aber ich will euch auch mal zeigen, dass ich eine Ecke reindrehen kann, Alter. Tatsache. Der war sexy, Digga. Jetzt kann ja. Wenn du jetzt nicht triffst, dann kriegst du noch Hasenköttel in deinen Drink. Nee, danke. Gib das hier eine zu null Klatsche für den Holzi, beziehungsweise... Gib die letzte Challenge, dann hau ich einfach auf die, wenn ich die zweite hier auch verkacke. Muss einfach jetzt denken, schnelle Ecke, Origi. Uff. Wieder viel zu weit, ich raste hier aus, Leute. Es kann doch nicht sein. Das ist ja Quatsch mit Soße, was ich hier mache. Tomatenmark, weil der Marc Tomaten mag. Wer ist Marc? Oh, ich bin so schlecht, was das angeht. Jetzt lang noch der Spaß vorbei. Tomatenmark, da muss ich jetzt wirklich abkotzen. Da muss ich jetzt eintreffen. Weich wie das Tomatenmark und zu kurz wie was anderes an dir. Ich sag, was? Ich geh einfach den Ball holen. Ja, besser ist es. Ja, nicht motivieren. Ja, komm da mal nehmen. Balsamico immer nice, habe ich schon immer morgens getrunken. Hoch direkt rein. War das? Nope. Schade. Vielleicht macht das Balsamico auch so richtig nice, deswegen. Hä? Okay, der war auch lost, Bruder. Der sah mal einen kurzen Moment gut aus. Mit dem Shot wird es ein richtig smoother Cocktail, Leute. Deswegen. Ja, viel Spaß. Oh! Ah, schade. Der geht ins Seiten aus. Schade. Die will ich. Du hast Ehre, Bruder. Du hast null getroffen. Komm. Ja, man muss auch einfach mal in einer Fußball-Challenge alles verlieren. Das ist auch mal cool, weißt du? Das ist ja langweilig, wenn ich alles gewinne. Ja, da kennt der Bra sich aus, ne? Für die Eiswürfel. Ich sag dir, jetzt trifft er den. Jetzt trifft er den fast. Noch war noch der Beste. Okay, das heißt, jede Zutat für mich. Katsching. Okay, Holzi Drink, Spidey Drink. Ich krieg keine Gewürzgurken. Und wieder alles für mich. Aber erstmal fragt mich, was für Saft. Das ist einfach den leckeren Orange. Oh ja, für die Vitamine. Orangensaft geben hier. Oh, damn, Alter. Geil. Ach du Schande. Ja, Mann. Todesvoll. Hier direkt in dein. Direkt bei mir rein. Ah, mit diese geile Stückchen. Ja, das liebe ich natürlich. Oh. Das wird niemals gut enden. Boah. Ja, der ist überstark. Riecht so nah. Oh mein Gott. Alter. Jetzt kommt das Eis. Ein Eiswürfel für Holzi. Wenigstens ist es schön kalt. Und ein Eiswürfel für Spidey. Ja, Eis ganz wichtig. Okay, Leute, vergleich mal. Bei dir ist auf jeden Fall mehr drin. Du hast ja auch mehr Zutaten. Ja. Yeah. Drei habe ich nicht bekommen, weil ich so gut im Fußball bin. Und jetzt checken wir noch rüber zum Platz. Letzte entscheidende Challenge. Es geht jetzt nicht um Ekelzutaten, sondern um die Anzahl der Schlücke, die man von dem Drink nehmen muss. Ja? Wir machen 5 Elfmeter jeder. Und wenn du 5 triffst, dann muss ich 5 Schlücke nehmen. Ja? Also der andere bestimmt, wie viel der andere trinkt. Also du kannst auch versuchen, einen zu halten. Dann musst du auf jeden Fall einen weniger trinken. Ich werde alle halten, Alter. Aber dann muss ich gar nichts trinken. Boah, wenn ich halte einfach 5 Bälle, dann ist nichts passiert. Ja, genau. So, weißt wenn ich jetzt nämlich verkacke, dann musst du nicht mal trinken. Ja. Also, ja, ich bin Ex-Elfmeter-King. Okay, jetzt auf Safety, Leute. Oh, ein Schluck ist schon mal da. Und der Schluck wird reichen, damit er abkotzt. Leute, bei den ganzen Zutaten, die ich habe, ist hier jeder Schluck Gold wert. Und ein Schluck ist definitiv schon zu viel. Oh, Mann! Ah, Junge, er ist eine Maschine! Egal, du kriegst auch 4 weitere Schlücke. Ja. Merkt euch das, wenn ihr gegen Holz im Elfmeterschießen seid, er schießt den ersten immer nach rechts unten. Er sollte 5 von 5 kriegen. Jetzt für den ersten Schluck für Spidinho. Boah, ich wäre da gewesen. Reingesweatet. Da muss jetzt der Pogba 11er kommen. Boah, was ist das für eine Frise. Ja, schneid das raus, Lukas. Danke. Okay.
bleibt hier bei einem Schluck. Nein, ich war noch dran, verdammt! In die Mitte! Story of my life. Immer wenn es ernst wird, verkacke ich. Wenigstens zwei. 2-2. Ich kann aber jetzt noch einen reindrücken hier. Mann! Jetzt alles oder nichts, damit er wenigstens drei Stücke von seinem Ekelding nimmt. Ja! Ich wusste, er springt nach links. 3-3 jetzt. Wenn ich den jetzt halte, nehmen wir beide drei. Drei Schlücke von meinem Ekeldrink mit allen Zutaten sind definitiv 2 zu viel. Und bei Spidey's Drink, ich glaube, der kann auch theoretisch 10 nehmen. Der hat da eh nichts drin, ne? Nein! Wollte ich eigentlich noch ein bisschen höher haben, Leute, ne? Aber was will man machen? War dafür präzise, ja? Und jetzt gehen wir ihn abkotzen. So, ich muss 3 Schlücke trinken. Der Spidey 4. Ich bin ready. Und, boah, lass bitte ein Like da. Wer kotzt, verliert. Ich hab gar keinen Bock darauf. Warum machen wir das? Lukas vs. Lars, Junge. Ja, okay, Lukas vs. Lars ist einfach das Geilste. 3 Schlücke, 3 saubere Schlücke. Puh, ich will gar nicht wissen, wie das riecht. Guck dir das mal an mit dieser Mayo-Stückchen, Alter. Das ist so eklig. Oh mein Gott, ja, ich muss durch. Erster Schluck, komm. Erster. 1. Boah. Oh mein Gott, er zieht direkt durch. 2. Macht es? Macht es? 3. Boah. Jetzt verschlägt ihm die Sprache. Nicht auf unserem Platz, Digga. Junge, boah, da ist ja noch Todesfeel drin, was ist denn das? Der Senf ist so ekelhaft. Der Senf ist so ekelhaft. Ich nehme noch ein Stück auf Ehre. Das war ein kleines Schluck. Boah, du bist ein Ehrenmann, Alter. Lars Holz, die Ehrenmann. Boah, ich kotze auch noch, Alter. Boah, Alter, das geht. Kann nicht mehr reden. So, Leute. Du Junge, dieser. Ich weiß nicht, was das ist, aber eine Sache ist total ekelhaft. Ja, zum Glück hast du alles bekommen. Ich weiß nicht, was daran so ekelhaft war, ob es der Senf war oder irgendwas ist total ekelhaft. Sieht jetzt mittlerweile aus wie Kakao, muss man sagen. Junge, ich habe immer noch diesen ekligen Geschmack. 4 Schlücke. Digga, ich sag dir ehrlich, es reicht ein kleiner. Weil ein großer, das wird sofort rauskommen, weil es so eklig ist. Ich sag ja, es ist eklig. Was ist das? Bruder, stell dir einfach vor, das ist Kakao. Ja, guter Mann. Guter Mann, er zieht durch, er zieht durch. Alter! Ey, du, es ist. Nach was schmeckst du denn am meisten? Balsamico. Balsamico? Next Level. 3. 3? Oh, schön. Oh mein Gott, was sind das für Geräusche hier? Bitte Hals drinne. Letzter. Lass ein Like da, Leute. Das ist nicht menschenwürdig, was wir hier machen. Ein großer. Das gibt's nur bei Lukas vs. Lars. Wenn wir hier nicht 20.000 Likes haben, dann wissen wir auch nicht, Alter. Komm, gib ihm. Lass ein Like da, das war Lukas vs. Lars. Bald gibt's Staffel, die nächste Staffel, wenn ihr Bock habt. Lasst einfach ein Like da.